Willkommen bei AI-Tipps und Tricks. Ihr wollt ein Software-Update durchführen auf eurem Samsung Galaxy A33 5G, zum Beispiel die neueste Android-Version installieren. Wie das genau funktioniert, das zeigen wir euch in diesem Video. Viel Spaß! So, dann schauen wir uns doch mal gemeinsam an, wie wir ein Software-Update durchführen auf dem Samsung Galaxy A33 5G, also faktisch Android aktualisieren. Dafür ist es erstmal wichtig zu wissen, was denn ein Software-Update für das Gerät überhaupt bedeutet. Wir haben nämlich einmal die Apps, die müssen natürlich regelmäßig aktualisiert werden, das sind eben hier diese einzelnen Programme und natürlich haben die auch Sicherheitslücken und Funktionsupdates. Wir reden hier aber über das Betriebssystem-Update, also all das, worauf das ganze System läuft und natürlich gibt es da auch Sicherheitslücken, es gibt Funktionsupdates und so weiter und so fort. Also ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und das solltet ihr regelmäßig machen. Ich wische einmal von unten nach oben und gehe dann einmal auf die Einstellungen. Wenn wir bei den Einstellungen sind, gehen wir hier recht weit runter, bis wir auf den Punkt Software-Update kommen. Hier bei dem Punkt Software-Update kann ich nun herunterladen und installieren, kann ich einmal draufdrücken und dann wird hier automatisch auf Updates überprüft. Wir sehen jetzt hier in meinem Fall, ist meine Software auf dem neuesten Stand. Also ich habe jetzt hier Sicherheitspatch-Ebene 1. April 2022. Es kann sein, dass eben eure Software nicht auf dem neuesten Stand ist, dann würde hier eine Information kommen und dann könntet ihr mit einem einzigen Klick dann letztlich endlich eure Software aktualisieren. Achtet darauf, dass ihr in dem Moment Strom dran habt. Idealerweise macht ihr das erst dann, wenn ihr über 50% Akku habt und Strom dran, dann kann auf jeden Fall nichts passieren. So ein Update dauert in den meisten Fällen so rund 10 Minuten, die solltet ihr euch nehmen. Je nachdem, was für ein Update es ist, wenn es ein großes Android-Update ist, kann es auch mal 20 Minuten dauern. Also macht es einfach mal in einer ruhigen Minute. Und ja, das war es dann auch schon zum Thema Software-Update auf dem Samsung Galaxy A33 5G. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.